Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Cave. Wir haben keine Ahnung, was hier gerade aufgeplöppt ist. Das kam jetzt gerade, als ich die letzte Folge beendet hatte. Die Tür der Erleuchtung kann nur von dem einen wahren Meister geöffnet werden. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich es bin, aber offensichtlich doch nicht. Nein, das war das Hotdog. Und Ich wie habe das geht das Ding jetzt weggeworfen. wieder weg? Drück einfach mal. Warum soll ich drücken? Ich habe ja vorher nichts gedrückt. Ach so, ich war das. Ich habe gedrückt auf das Schild. Ja, du kannst es. Mach auf. Oder auch nicht. Ich bin schon mal drüben. Ach so, da muss ich die... Nee. Nee, du musst das wegziehen. Ich kann die weder nach links noch nach rechts. Warum? Also ich denke mal, du bist kein wahrer Meister. Halt die Klappe. Du weißt schon, dass da hinten irgendwas glüht. Vielleicht... Mönch, vielleicht solltest du den Hotdog erst benutzen. Nein. Ess ihn mal. Ess ihn. Mit der Kraft des Würstchens. Guck mal, jetzt geht's auf. Fast, nein. Ja, aber wieso geht das nicht? Ja, irgendwie... Aber es will irgendwie, ne? Kannst du da rechts irgendwas... Guck mal, da erstmal ist da... Kann ich aber nicht, weil du bist... Warte mal. Hä, wieso komme ich denn nicht hin? Hallo. Ein unerfüllter Traum. Das passt jetzt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Ich komme mal zurück. Nee, guck mal, was du da... Vielleicht kannst du irgendwo einen Hebel machen oder so. Einen Hebel machen? Das hört sich irgendwie nicht so richtig an. Nee, das sieht mir eher aus, als wenn man hier abhauen kann mit dem Boot. Okay. Ich sitze im Boot schon mal. Ich sitze schon mal hier. Vielleicht muss der dir auch helfen hier. Oder müssen... müssen wir alle hier sein? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach, guck mal, das... Irgendwas machen? Nein, du hast mehr Energie. Du musst der wahre Meister sein. Was ist das denn? Für einen friedvollen Geist kann auch die leichteste Sache am schwersten sein. Ich gebe... Oh, ich glaube. Oh, ich bin mir nicht sicher. Lass uns erstmal gucken. Es ist ein steiniger Weg, aber wir werden ihn gehen. Dieser Weg wird nicht leicht sein. Das sieht irgendwie gefährlich aus da hinten. Das sieht aus wie... solltest du wahrscheinlich mit ihr machen dann. Aber vor... Ach, warte mal. Muss ich nochmal zurückkommen, wa? Warte. Jetzt. Ich schwebe schon. Ich komme zu euch. Ja, aber du siehst irgendwie so komisch aus, als ob du mich angreifen willst oder so. Du traust dem nicht, ne? Nee, das knarrt so komisch. Ja, nun geht's jetzt mal schneller. Hier, die warten doch alle schon da. Guck mal, du meditierst schon eine Runde. Nee, es geht nicht. Nee, ne? Nein, ich komme da nicht durch. Nee. Oh, ist nicht dein Ernst. Ach, warte mal, kannst Was du den kannst weg... Du eigentlich? Komm mal hier hin. Kannst du den wegmeditieren? Wegmeditieren? Oh. Ja, guck mal, da. Aua! Cool. So. Siehst du, das war meine Idee. Du musst das doch selber wissen, Mönch. Ich hab das gemacht. Bin ich dein Meister oder wie? Ich bin We are now approaching the misty snow-capped peaks. Du bist mein Lehrling. The monk desires to call home. A sequestered haven of austerity and mental rigor, where entire lives are spent in the pursuit of becoming one with the world. Of course, geh weg, ich guck dir unter den Rock. Das war eklig gerade, was ich da gesehen habe. He'll be happy enough simply being the one in charge. No matter what. Ich habe jetzt nicht zugehört. Um jeden Preis habe ich zugehört. Deswegen kommen diese Texte nicht rein. Damit ich nicht zuhöre, ich weiß. Oh! Das ist sowieso alles für dich. Hier kann ich nichts machen. Ja, hättest du zugehört, wüsstest du das auch. Ich weiß. Oh, guck mal, da ist dein Chef. Tschüss. Okay, ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Wieder ist mein Chef. Da oben, hängt da oben. Du musst ihn holen. Hol ihn rüber. Ach so, Windspiel.
soll ihn aufwecken. Welcome, young apprentice. Siehst du, junger Schüler. Far, yet your mind is not at peace. To achieve enlightenment, you must pass the four trials of Zenness. Take this and begin your journey. Leicht wie eine Feder. It is time to embark upon the journey of the mind. To ascend, you must first descend. Remember, young monk. Das Hotdog ist auch von Zen. Das war nicht gut. Der hat gesagt, ich muss erst runter. Ja, aber geht die Brücke der Erleuchtung ist da unten gewesen. Warte mal, da oben ist aber. Nein, die war hier unten, die hieß doch so. Guck doch mal. Komm. Oder ist das nur. Nee, hier unten ist aber auch sowas. Siehst du das, was oben und unten so rumflattert? Soll ich das Hotdog mitnehmen? Ich glaube, das gehört auch dazu. Nein. Wenn man mit dir redet und mal irgendwie was erklärt haben will, ne? Das wäre echt verlassen. Quite a climb, just to grab a feather and turn right back around. Super, jetzt bin ich auch gestorben. You know, the journey to enlightenment is more. Ach man, nimm doch einfach diese scheiß Leiter. Da muss auch nicht springen. Ich werde nicht erleuchtet, wenn du die Leiter mal loslässt. Nimm den Bonsai-Baum mit. Hier unten ist, glaube ich, die Brücke der Erleuchtung. Das hat er eben gesagt. Das Schild hat das gesagt. Ich weiß nicht, ob wir hier erleuchtet werden. Hier, guck mal, hier. Altes Schild. Warte mal. Ja, tolle Brücke der Erleuchtung. Holst du den Pilbichl? Ja, ich hol ihn mal. Normalerweise die Kraft der drei. Ich wollte gerade noch sagen, oder auch nicht. Ey, meine Feder. Dieser Blödmann hat meine Feder geklaut, die ich brauche. Penner. Ja, hast du gesehen? Der darf sich doch normalerweise gar nicht bewegen. Du weißt, dass das ein Zeichen war mit der Feder, ne? Nein, ich muss die mitnehmen. Ich muss damit bestimmt ein Monster kitzeln, was da niest oder so. Na, warte mal, da oben waren Lotusblüten. Da oben müssen wir hin. Wir müssen hier hoch. Ja, was glaubst du, warum ich hier rumlaufe? Ja, aber du kriegst. Ich bin hier weit voraus, mein Freund. Aber du kriegst das nicht auf. Ungeduldige Gedanken sind wie vom Winde verwehte Blütenblätter. Ja, das passt jetzt auf dem Epi. Ich will die Lotusblüten. Mach mal die Bimmeln hier oben. Die Bimmeln. Du musst das Fenster zumachen. Okay, ich brauch Blütenblätter. So. Jetzt können wir das aufmachen. Warte mal. Was ist denn das da oben? Du weißt schon. Ist das ein Aufzug, oder? Ja, Hallo, wieso gehst du wieder auf? Ich guck mal hier hinten, was ich da machen muss. Da ist passiert irgendwas hier, glaube ich. Hier liegt was. Nee. Aber wie kommt man da hin? Nee. Schau mal. Hier ist auch keine Zeit. Frag mal den Affen. Wie fragt man den Affen? Ja, der muss das doch wissen, der will die Blüten haben. Warte mal, ich frag den mal. Affe. Wie geht's weiter? Warte mal, hier oben. Ja. Vielleicht müssen wir wirklich erst nach oben oder so. Komm mal mit. Wir müssen bestimmt. Ich bin immer wegrennst. Ich bin in dir, guck. Aber wie gesagt, ich hab hier die Dinger. Also da oben ist Wasser hier oben drüber. Siehst du das? So. Oh nein! Oh Gott, bist du schlecht. Die Feder liegt hier, ja. Jetzt nimm sie mit. Weg. Wieso sind die jetzt weg? Ach so! Oh, nee, bleib mal irgendwo stehen, wo ich dich nicht mitnehme. Am besten hier vorne oder so. Und nicht mitkommen. Ja, aber dann geht's vielleicht nicht. Nein! Nein! Ich kann nur bis zu dem Schild, egal ob das auf oder zu ist. Warte mal, leg die mal dahin. Mit denen nach unten.
Nee, da gehen die auch weg. Nächste Mal ab. Kannst du sie ablegen? Ja, da gehen sie auch weg. Das heißt, ist jemand schneller wie du? Aber ja, der Wind kann, ich kann das aber nur machen. Moment, der Wind ist aber wieder an. Ja, klar ist der Wind an. Ich schätze mal, wir müssen von oben das Ding, diesen Aufzug oder was das da ist, irgendwie runterkriegen. Ja, pass auf, dann gucken wir doch mal. Warte mal, hier ist nichts. Ne, ne. Aber hier unten. Hier geht's auch nicht. Dass du mal in Ruhe. Hier geht's ja nicht weiter. Hallo, jetzt geh doch mal. Kann mich da noch hoch? Nee. Boah, ist das weit gewesen. Aber den brauchen wir nicht irgendwie drüben, ne? Nee. Warte mal. Den kann man verschieben, ne? Ah, nee, wir haben ja die Treppe nach oben. Den kann man verschieben. Ja, ach nee, aber wir haben die Treppe nach oben, also bringt uns das nichts. Ach doch, ich komme hier nicht mehr hoch. Okay, warte mal. Ich denke mal, ich muss auf der anderen Seite oben irgendwas machen. Mit der Feder. Ich muss den Mönch kitzeln, der da auf dem Ding saß. Mann, ich bin doch kein Bergsteiger. Was machst du denn jetzt? Ja, ich will auf der anderen Seite da rum, damit ich das machen kann von oben. Nein, das wäre aber schwachsinnig, wenn wir da jetzt wieder komplett zurück müssten. Ja, was heißt komplett zurück? Wir hätten ja einen oben stehen lassen können. Vielleicht ist das der Trick. Wir also das Komische ist ja, als ich gestanden habe, sind die nicht weggegangen. Erst als ich mich bewegt habe. Ach, vielleicht müsstest du mal eine Dreierkette machen immer. Das würde immer weitergeben. Aber das kannst du nicht weitergeben, die Sachen, ne? Was? Oh, hab ich mir jetzt erschrocken. Warte mal. Wenn. Ich werde hier mal von dem. Warte mal, ich werde von dem Wind immer zurückgestoßen. Soll ich den Hillbilly mal hochholen? Warte mal. Nein! Bin ich jetzt zu schnell? Irgendwie, oder? Was stand nochmal auf dem Schild? Lest nochmal das Schild. Ungeduldige Gedanken sind wie vom Winde verwehte Blütenblätter. Nein! Och. So zieh nicht abwerfen. Da kommt der Wind wieder. Vielleicht muss ich ja wirklich so schrittweise irgendwie. Sobald du auf das Rote kommst, ist es sind die kaputt. Oder? Nee. Ja, weil immer. Da ist ja die. Weißt du, was ich meine? Da ist ja dieser Wind immer wieder zwischendurch. Ja, das ist das. Du musst zwischendurch nicht. Du musst es langsam machen. Weil anscheinend, wenn ich so rumstehe, weil ihr steht ja alle nach links rum. Das hat mich ja am Anfang auch schon gewundert. Wenn ich so rumstehe, scheint das ja zu funktionieren. Das ist aber eine Sauarbeit hier gerade. Also. Ich habe auch Angst, wenn ich zu schnell gehe, weil eben bin ich normal gegangen. Aber das jetzt kannst du zwischen den Blocken. Ja, du gehst nur immer einen Dinger. Gut, geh langsamer. Man weiß es nicht. Ich denke mal, wenn der Wind weg ist, kannst du gehen, aber. Die Hälfte.
Nein! Ach komm schon, ich habe extra abgewartet, bis der Wind vorbei war. Willst du mich verarschen? Kannst du mir die geben? Hm. Ich sehe überhaupt nichts, wenn es anfängt. Du hörst es eigentlich. Jetzt kommt's. Also mit dem Leichten scheint es noch okay zu sein. Nur nicht, wenn er jetzt so richtig voll ist. Machst du? Ich wollte mitgehen. Ja, wieso gehst du da nicht mit? Ja, er geht so schnell auf einmal. Jetzt kannst du. Achtung. Nein! Nein, ey, weil du Achtung gesagt hast. Ja, dass du dich umdrehst. Dass du... Kannst du mit dem Hillbilly mal komplett woanders hingehen? Ich gehe ganz weg. Nein, jetzt geh doch mal weg, Hillbilly. Weil das irritiert total, wenn da einer irgendwie steht. Problem ist nur, was mache ich am Ende? Ich muss dann theoretisch das Fenster erstmal schließen. Nee, das musst du vor. Du musst den Wind abwarten, leg die Blüten drauf und schließt das Fenster. Kannst du nicht erst das Fenster schließen? Nee, wie willst du das machen? Wenn du was in der Hand hast, kannst du nicht mehr schließen. Du musst die erst hinlegen. Ach so, ja, das könnte natürlich sein. Also mach das so in der Reihenfolge. Achtung. Nein, dreh dich um, Junge. Hallo. Dreh dich um. Was macht der denn? Der dreht sich hier nicht mehr um. Das muss ich selber machen. Ja, ja. Mach noch einmal. Nein. Nein, komm. Ich hab gestanden. Ey, das ist nicht dein Ernst jetzt. Konfuzius sagte schon immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Konfuzius kann mich mal. Ja, ich stand da. Ich habe mich sogar extra umgedreht. Was soll die Scheiße? So schnell gehen, Junge. Oder muss ich doch erst das Fenster sehen, dass der deswegen, dass das so ein Hinweis irgendwie ist, weißt du? Hm. Weißt du, ab dem Moment, wo ich mich nicht mehr umdrehe, vielleicht. Dreh dich um. Oh. Nein! Scheiße! Wieso hat's denn nicht weitergegangen? Wieso läuft der? Nein, der ist ja gegengeknallt. Du bist gegen das Podest. Nein, der ist gelaufen, der Vollpfosten. Wieso läuft der, wenn ich schleiche? Man kann gar nicht schleichen. Nee, das war ich jetzt. Ich war gerade sauer. Man spürt es. Hä, das ist doch Kack. Wer hat so einen Schwachsinn erfunden? Buddha.
Das hat alles Buddha erfunden. Ja, genau. Das sind die Prüfungen, Schatz, des Lebens. Ja, ich habe viel Geduld, aber das ist wirklich nur affig, was hier ist. Weil du drückst den Stick genau in dem gleichen Abstand rein. Und bei dem einen geht der normal. Und bei dem anderen, hier wird der auch schon wieder schneller. Bei dem anderen rennt der dann auf einmal. Und das darf nicht sein. Nein, dreh dich um. Achtung, der dreht sich um. Ja. Oh. Has completed the second trial. Ach, das ist eine... Oh, he seems to be tackling these challenges in good faith and the proper spirit of calm. Of course, still waters run deep and very, very dark. Darf ich mit? Jetzt kommst du doch mit. Ja, will ich ja eigentlich, aber ich... Sich nichts?